Hallo liebe Freunde, Andreas hier vom Außenposten 47, dem genreübergreifenden Sci-Fi-Treff aus dem Herzen Duisburg. Heute wieder für euch mit einem weiteren Unboxing-Video, welches wir in Kooperation mit der Firma Eagle Moss produzieren. Wir hatten letzte Woche bereits ein Paket bekommen mit einem weiteren Schiff aus der Heroes Collectors Edition und zwar wieder aus der Serie Picard. Und da fangen wir doch gleich mal an und zocken uns doch einfach mal dieses Modell an. So ist die Verpackung aufgegliedert. Ein wunderschönes Coverdesign wieder auf der Verpackung. Ideal natürlich auch wieder für Sammler. Hier haben wir nochmal den Rücken von der Verpackung. Und hier vorne sehen wir auch nochmal das Schiff in Hochglanzoptik. Sogar mit kleinen Deltas hier mit eingearbeitet im Design. Finde ich ein schönes Gimmick. Bin ich total überrascht. Und hier haben wir natürlich nochmal die USS Sanghi mit der Registration NCC 86505 drauf. Ja, sieht ja schon mal ganz gut aus, keine Frage. Und ich würde sagen, wir schauen doch gleich mal in den Karton rein, was uns als allererstes erwartet, wenn wir diesen jetzt öffnen. Und vorsichtig auf. So, als allererstes haben wir da wieder dieses wunderschöne Hochglanz-Cover-Heftchen mit allen Informationen zu der USS Sanghi, die man ja erstmalig in der Star Trek Picard-Serie in den letzten Folgen zu sehen bekommen hatte, wo die Sternenflotte gegen die Romulaner ins Feld gezogen sind. Hier können wir auch nochmal die von verschiedenen Designs auch nochmal hier die ganze Hintergrundgeschichte erfahren mit Konzeptzeichnungen. Genauso wie in verschiedenen Versionsvarianten, was sich die Designer dabei gedacht haben. Und nochmal einer kleinen Vorschau, was noch als nächstes kommen wird in dem Moment. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr spannend aus. Auch eine wunderschöne Verarbeitung. Für Heroes Collectors Edition finde ich eigentlich die Heftchen schon mal sehr interessant. Einziges Manko, was man wieder sagen muss, ne, ist natürlich, dass natürlich die Schrift hier drin, die Texte alle wieder in Englisch sind. Das wäre jetzt mal ein Appell an Eagle Moss, eine deutsche Lokalisierung rauszubringen. Nicht jeder ist der englischen Sprache so mächtig wie ich, ne? Aber ein Deutsch wäre eigentlich auch mal von Vorteil. So, jetzt schauen wir uns das Modell einmal nochmal ganz genau an. Nehmen wir jetzt einmal die Verpackung. Es ist auf jeden Fall schon mal wieder sehr gut gepolstert. Und dann holen wir mal das Schiff raus. Oder gucken wir es mal rein. So sieht es innerhalb der Verpackung aus. Unten haben wir wieder in Schwarz natürlich den Acrylständer und einmal das Schiff selbst. Holen wir mal das Schiff raus. Gucken wir mal. Verpacken wir es an. An den Bobgrundeln ist jetzt ein bisschen ungünstig. Okay, so. Jawohl. Da haben wir das wunderschöne Schiff. Gleich zu Beginn, es fällt auf, das Ding hat einen sehr ungleichmäßigen Schwerpunkt. Woran das liegt, gucken wir mal. Schauen wir mal. Okay, hier merkt man, hier ist noch Druckguss und hier hinten ist es ja leichter. Okay, die Warp-Gondeln, das hört ihr auch, die scheinen aus Plastik zu sein. Und der vordere Bereich, ne, an der Untertastensektion ist Druckguss. Von den Details her gesehen haben wir auch wieder hier viele verschiedene Untiefen und Erhebungen im Modell selbst, was den Detailgrad in der Dreidimensionalität natürlich noch ein bisschen erhöht. Das Schiff selber ist jetzt in diesem dunkelgrau Anthrazit-Ton gehalten, welches jetzt wiederum die neue Ära, in der die Serie Star Trek Picard auf Amazon letzten Endes spielt. Ist ja ein bisschen weiter in der fernen Zukunft. So, von oben sieht es so aus. Von unten haben wir hier auch nochmal, hier kann man auch nochmal verschiedene Relieferhebungen auch sehen und bewundern. Und auch hier haben wir nochmal stehen USS Sanghi, hier oben die Registration in dem Fall. Also es sind schon viele kleine Detailarbeiten auf dem Schiff zu begutachten. Genauso wie hier, dass hier so kleine Fensterchen auch noch dargestellt sind. Schaut auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, machen wir mal den Hands-on-Test, indem wir das Schiff einfach mal auf die Waage stellen. So, dazu holen wir mal unsere Waage nach vorne. Einmal einschalten. So, 0 Gramm und jetzt stellen wir mal drauf. So, also es ist doch schwerer, als ich angenommen habe. Das gute Schiff alleine wiegt
134 Gramm. Das ist doch ganz ordentlich dafür, dass es ein Gemisch ist aus Druckguss und Plastik in dem Moment. Tun wir mal weg und jetzt wollen wir mal schauen, wie es von der Größe her beschaffen ist. Nehmen wir mal einen Zollstock. Gucken wir mal, ich tue mal hier ein bisschen zur Seite. So, schauen wir mal. So, von Warpgondelende bis vorne an der Spitze ist das Gutschiff circa 21,5 cm lang. Und in der Breite gesehen sind es gut 11 cm. Das ist ordentlich. Das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Größe. Tun wir es mal auf den Acrylständer. Stellen das mal drauf. So, auch hier. Wieder schön reinsetzen. Jetzt gucken wir mal. Oha. Gut. Okay. Das bedeutet schon mal für euch, wenn ihr dieses Schiff euch besorgt, nicht an den Warpgondeln, sondern dazwischen. Können wir bestimmt auch noch dazu tun. Ja. Ja, super. Okay, das ist wiederum besser gelöst. So steht das Schiff dann einmal stabiler, auch vom Schwerpunkt her. Wackelt nicht, ist super. Einfach dazwischen gesteckt. Und so haben wir das Schiff einmal wunderschön hier in den Acrylständer. Ja, ein schönes Schiff von der Firma Eagle Moss. Ist, glaube ich, das zweite Schiff aus der Reihe Picard, welches jetzt auf den Markt gekommen ist, unter den Exklusivmodellen. Ja, kleines Fazit von mir. Interessant ist das Schiff auf jeden Fall. Ich bin begeistert von dem, natürlich wieder von dem Hochglanz-Cover-Heftchen, was dabei geführt wird mit den ganzen Spezifikationen und Designs von den ganzen Designern in dem Moment oder demjenigen, der das Schiff letzten Endes gemacht hat. Bin ich schon mal sehr von begeistert, wenn das nicht irgendein billiges Papier wieder in dem Moment ist. Das Modell selber kommt in einen sehr stabilen Karton, auch wieder gut gepolstert wieder an den Mann heran. Negativkritikpunkt von meiner Seite aus ist einmal in dem Hochglanzheft, dass es leider wieder nicht in Deutsch ist, ne, sondern nur in Englisch. Da ist wirklich doch mal mein Appell an die Firma Eagle Moss, doch mal eine Deutschlokalisierung rauszubringen, ne, für diejenigen, die eben halt nicht so englisch lastig oder bewandert sind in dem Moment. Anderes Negativmanko, dass das Schiff, wie gesagt, ungleichmäßigen Schwerpunkt hat. Macht es aber wiederum wett, wenn man sich die Detailgebung anguckt. Also das Schiff ist schon seinen Preis definitiv wert. Ich hätte jetzt natürlich ganz gerne das Schiff ganz gerne als komplettes Druckgussmodell ganz gerne, lieber gerne gesehen. Aber man hat mir ja schon gesagt, dass es technisch manchmal nicht möglich ist, bestimmte Parts, wie zum Beispiel hier die Warpgondeln oder eben halt hier an den Übergängen, ein Druckgussverfahren anzustreben, weil es unter dem Pressdruck, wo das dann letzten Endes entsteht, nicht umsetzbar ist, weil es dann bruchig ist und deswegen hat man ein Gemisch aus Druckguss. Hier hört man es auch nochmal, hier ist nochmal richtiges Metall und hier ist Plastik. Das ist eben halt ein Mischling in Sachen Modell. Ansonsten ist es schön verarbeitet, da gibt es so nichts dran zu meckern. Es ist, jetzt hätte ich schon wieder fast wieder falsch reingesteckt. Also, ja, da müsst ihr aufpassen, das könnte euch auch noch passieren. Ja, also ansonsten von der Detailgebung her gibt es nichts zu meckern. Ne? Das Farbschemata gefällt mir auch sehr gut in diesen Metallic Anthrazitgrau, was jetzt auch, wie gesagt, wahrscheinlich durch die ganze Ära der Serie Picard sich wahrscheinlich bei den Sternenflotten zieht. Schiffen zieht. Finde ich super gut gehalten. Wirkt ein bisschen rustikaler, ein bisschen erfahrener und auch diese ganzen Vertiefungen, die hier drauf sind, ne, lässt das ganze Schiff reliefartig noch ein bisschen dreidimensioneller wirken als einfach nur eine Untertassensektion mit ein paar Warpgondeln. Ja, das war es im Endeffekt eigentlich mit dem Unboxing-Video von meiner Seite aus. Ne. Wenn euch das Video wieder einmal gefallen hat, ne, würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet, ne, oder ein Gefällt mir letzten Endes gibt, damit ihr zukünftig auch weitere Modelle, die wir unboxen, nicht verpasst. Und ich würde sagen, bleibt uns treu.
abonniert uns. Hat uns mal wieder Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.